Wir kommen nun zu den künstlichen neuronalen Netzwerken und zunächst schauen wir uns an ein künstliches Neuron. Ich zeichne ein künstliches Neuron immer so als Kreis. So ein Neuron hat eingehende Kanten. Etwa K-Stück. Ja, K eingehende Kanten. An diesen Kanten liegen Eingabewerte. X2 bis XK. Das hat einen Ausgabewert, den ich mit O bezeichne hier, oder Ausgabe. Für jeden Eingabewert gibt es ein Gewicht, W1, W2 bis WK. Und dann gibt es noch den Grundwert oder Basiswert, das Grundgewicht W0. Ja, also wir haben diese K plus 1 Gewichte, W0, W1, bis WK. Das W0 heißt Grundgewicht oder Bias. Das WI ist die Wichtung von XI. Und was jetzt das Neuron macht, ist, das bildet zunächst mal diese Summe und schickt die durch eine Funktion G durch. Ja, also die Ausgabe O ist G von W0 plus W1 mal X1 plus und so weiter, WK mal XK. Was ist diese Funktion G? Diese Funktion G, wir werden sie auf der nächsten Folie genauer besprechen, sieht so aus. Also hier ist G, G von Z, das ist mit Z bezeichnet. Für Z gleich 0 ist das G gleich 0 und ja, also, und die wird fast 0 sein, wenn das Z sehr klein ist, und fast 1 sein, wenn das Z sehr groß ist. Also das ist eine Approximation einer Stufe. Ja, aber eine stetige Approximation einer Stufe, das macht die Mathematik leichter. Wir sehen uns auf der nächsten Stufe diese Sigmoid-Funktion nochmal genauer an. Also definiert ist sie mathematisch durch diese Formel. G von Z ist 1 geteilt durch 1 plus E von Z. Schauen wir uns das nochmal im Bild an. Also Z auf der X-Achse, G von Z als Funktionswert. Für Z gleich 0 ist der Wert 1/2, denn E hoch 0 ist 1. Also für Z gleich 0 ist der Wert 1/2. Dann steigt das an, ja, wenn z gleich 1 ist, steht da 1 plus 1 durch e, da kommt ungefähr 0,73 raus. Für g von 4 ist dann schon 0,95, also das steigt so an. Und hat hier eine Asymptote bei 1. Wenn wir das z negativ machen, geht es gegen 0. Das Ganze ist symmetrisch zu diesem Punkt 0,5. Also wenn ich hier bei 4 bin, dann ist der Wert hier 0,95. Das heißt, der Abstand zu der Asymptote bei 1 ist 0,05. Und wenn ich hier bei minus 4 bin, ist dieser Abstand, also der Funktionswert, auch 0,05. Das ist eine differenzierbare Funktion, das hat sogar eine sehr leichte Ableitung, für diejenigen, die Ableitungen kennen. Die Ableitung von dieser Funktion g an der Stelle z ist g von z mal 1 minus g von z. Also hier am Nullpunkt ist die Steigung 1/4, nämlich 1/2 mal 1/2. Das ist, ich sagte bereits, das ist eine Approximation der Sprungfunktion. Nun, das ist hier, die Steigung ist nur 1/4, aber wenn Sie das stärker machen wollen, dann können Sie auch die Funktion anschauen, 1 durch 1 plus e hoch minus 10z. Und das ist sehr viel steiler.
Ja, weil es ja zum Beispiel diesen Wert, den wir hier an der Stelle 4 kriegen, schon an der Stelle 0,4 kriegen. Ja, also das würde dann so aussehen. Und das ist mit dem menschlichen Auge schon sehr viel schwerer zu unterscheiden von einer Schwellenfunktion, einer Stufenfunktion. Nun sehen wir uns an, was wir jetzt mit so einem Gatter machen können. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Also, wir nehmen die Gewichte minus 5 und das Basisgewicht schreibe ich immer in die Mitte von dem Knoten. Dann haben wir zwei Eingänge und die Gewichte jeweils mit 10. Also 10 mal x1 und 10 mal x2. Und hier ist die Ausgabe. Schauen wir uns an, was diese Funktion tut. Und wir sehen uns an, dass an den Eingaben 0,0, 0,1, 1,0 und 1,1. Für 0,0 ist es g von minus 5 und g von minus 5 ist ungefähr 0. Für 0,1 ist es g von plus 5 und wir haben gesehen, g von plus 5 ist ungefähr 1. Für g von 1,0, das ist auch wiederum g von 5, das ist auch ungefähr 1. Und g von 1, 1 ist sogar g von 15. Das ist noch näher dran an 1. Das heißt, das ist, dieses Neuron gibt Ausgabe 0, wenn beide Eingaben 0 sind, und gibt Ausgabe 1, wenn mindestens eine Eingabe 1 ist. Da kann man also auch sagen, das ist die Oder-Verknüpfung von x1 und x2. Sie können sich auch noch leichter klar machen, was dieses Neuron ist, indem Sie folgende Zeichnung machen. Also hier ist x1 aufgezeichnet. Hier nach oben ist das x2 aufgezeichnet. Hier ist der Punkt 0, 0. Und was hier jetzt, schauen wir uns an, das hier, minus 5 plus 10x1 plus 10x2, das ist eine lineare Funktion. Wo hat die den Wert 0? Die hat den Wert 0 bei x1 gleich 1/2, bei x2 gleich 1/2 und jeweils die andere Variable 0. Und hier ist diese Funktion 0, das heißt, an der Stelle ist das g von 0, das heißt gleich, das ist die Ausgabe wäre 1/2. Und dann haben wir diese Sigmoidfunktion. Dieses Argument von dem g wächst, wenn wir in die Richtung gehen. Und wenn wir jetzt die Schwelle ansehen, dann sehen wir, dass wir hier als Ausgabe praktisch 0 haben. Dann wächst das hier so langsam hoch und hier oben haben wir Ausgabe 1. Also können Sie sich klar machen, was das hier tut. 15 minus 10x1 minus 10x2. Bitte füllen Sie die Tabelle aus. Aber Sie können sich es wieder am Bild klar machen. Das ist nämlich, wo ist diese Funktion, die da drin steckt, wieder 0? Ja, die ist 0 bei, wenn etwa das x1 gleich 1 ist und das x2 gleich 1/2. Oder das x2 gleich 1 und das x1 gleich 1/2. Das heißt, das hier ist die Gerade 15 minus x minus 10x1 minus 10x2 gleich 0. Hier drüben, wenn wir beide größer machen, also hier hat diese lineare Funktion den Wert minus 5 und hier unten hat sie den Wert plus 15. Das heißt, es ist wieder diese Schwelle, hier hinten sind wir 1 und hier geht es so runter und da hinten sehen wir die 0. Füllen Sie bitte auch die Tabelle aus. Machen wir ein komplexeres Beispiel. Da ist es schon schwerer mit dem Zeichnen. Also, wir haben drei Neuronen. Dieses Neuron hinten hat das Grundgewicht minus 5 und die zwei Eingänge mit 10 gewichtet. Hier haben wir ein Neuron mit Grundgewicht minus 15 und die zwei Eingänge mit 10. Hier haben wir ein Neuron mit Grundgewicht 5 und den zwei Gewichten minus 10. Jetzt, wenn Sie sich erinnern, was das
von der vorherigen Folie, was die tun, aber wir leiten es nochmal von vorne ab. Also sehen wir uns erst aus, was das obere Neuron macht, nennen wir das Z1 und diese Ausgabe Z2. Also wenn wir x1 und x2 gleich 0 haben, dann ist das obere Neuron g von minus 15, das ist ungefähr 0. Wenn wir eine auf 1 setzen, das ist g von minus 5, das ist auch ungefähr 0. Und wenn wir beide auf 1 setzen, dann ist es g von plus 5 und das ist ungefähr 1. Schauen wir uns jetzt das Z2 an. Was macht das Z2? Wenn wir beide auf 0 setzen, ist es das g von 5. Das ist 1. Wenn wir 1 auf 1 setzen, dann ist es g von minus 5. Das ist 0. Und wenn wir beide auf 1 setzen, dann ist es g von minus 15. Das ist also auch 0. Das heißt, die Eingänge, die das letzte Neuron kriegen kann, ist 0, 1, 0, 0, 0, 0 und 1, 0. Die Eingabe 1, 1 ist nicht möglich für das hintere Neuron. Und was ist O, wenn es 0, 1 kriegt? Dann ist es G von 5. Das ist also 1 ungefähr. Wenn es 0, 0 kriegt, ist es G von minus 5. Das ist 0. Hier auch. Und da unten G von 5. Das wäre also 1. Und das heißt, was die Ausgabe ist, ist, wenn beide Eingaben 0 sind oder beide Eingaben 1 sind, dann kommt 1 raus. Wenn die Eingaben verschieden sind, dann kommt 0 raus. So, das heißt, was das macht, ist x1 gleich x2. Ja, das ist die Ausgabe. Ob x1 gleich x2 ist. Wenn sie beide gleich sind, kommt 1 raus. Wenn sie ungleich sind, kommt 0 raus. Meistens schreibt man hier drei Gleichheitszeichen, also für das Gleichheitszeichen mit drei Strichen, damit man nicht durcheinander kommt. Und ich möchte Sie jetzt noch bitten, dass Sie diese Aufgabe machen. Hier habe ich Ihnen wieder eins hingezeichnet, ein Netzwerk. Bitte rechnen Sie aus, welche Funktion dadurch berechnet wird.